Herzlich willkommen, Leute, auf diesem Livestream wieder auf meinem Kanal. Ja. My name is Jeff and I will kill you in real life, you bitch. Wie ihr es ja gerade gehört habt, ich bin hier gerade mit Hafen wieder. Sag erstmal hallo. Hallo, my name is Jeff. Hier nochmal sein YouTube-Kanal, Schokolz 1000. Bitte mal da vorbeigehen, abonnieren. Richtig ehrenhafte Basis. Wer nicht macht, der wird in der Nacht von Lighthead gesucht. Ihr wisst Bescheid. Abonniert Sirenhead, Lighthead, Slenderman, Pennywise, alle sind da. Stehen dann um den Betten dann. Jetzt abonnieren! Jetzt abonnieren! Ihre Männer. Kuss geht an euch raus. Nein. So, wie ihr seht, geben wir gerade ein GTA und wie es ja schon im Titel steht, wir machen heute den Raubüberfall von vielleicht sogar zweimal von Hafen. Meine geilen Schnitte. Wie geht's dir? Gut. Oh, was? Hier gerade ein Tic-Tac. Ich habe oben gegen die Wand geworfen und der ist dann in die Mülltüte rein. Ja, moin. Und wer jetzt abonniert, bitte euren E-Mail-Adresse bitte reinschreiben, weil ich habe hier gerade ein Headset zu verlosen. Sehr krass auf jeden Fall, kann leuchten, ja, mit Mikrofon für Gamer, die am PC zocken, sehr praktisch. Ja, habe ich gerade zur Zeit zu verlosen, also haltet euch dran. Und dann beim nächsten Video sage ich euch, wer sogar gewonnen hat. Ja. Oha. Ich hab gewonnen. Kappa. Stirb, du Kek. Oh, ich hab nur Oppressor MK2. Mal gucken, wann ich drehen kann. Geld hast du? Warte, ich guck kurz. Ich dreh erstmal kurz am Glücksrad und ich habe gerade 38.000. Wieso? Dann hoffe ich, dass ich 50.000 bekomme für TO. Wenn ich das nicht bekomme, können wir die Vorbereitung nicht machen. Oh, der arme Typ. Warte mal, ich drehe das mal kurz am Rad, mal gucken, was ich kriege. Ich drehe jetzt richtig schnell. 1, 2, 3, 4, 5. Mystery! Oh Danny, 20.000 Schultons. Nicht wundern, ich bin zurzeit Freitag der 13. Maximal. Jetzt habe ich 58.000. Achso, Leute, für die Leute, die das Auto gewinnen und nicht wissen, was das für ein Auto ist, das ist nämlich der Mitsubishi, kann ich euch schon mal zeigen, der zurzeit bei Sound San Andreas drin ist für, genau, 1,38 Millionen. Der Maibutsu Bernumbra FF. Das ist der zurzeit plus schon ein bisschen aufgetunt. Könnt ihr vielleicht an der Front erkennen. Ja. Nein, ihr kriegt den dann kostenlos. Wir vergönne ich auf jeden Fall den Leuten, die es kriegen. Wir vergönne ich euch. Warte mal, ich habe 60% auf dem Auto bekommen. Leon sagt, das Auto ist langsamer. Was?
Was denn? Ja, ich brauche 1 Million. Für was? Für was? Dann kann bei der Ferrari, der Fury ist gerade ein Angebot, ne? Der Grotti Fury für der ist der für 2,74 Millionen und jetzt ist er gerade ein Angebot für 1,98 Millionen. Komm, Geld brauche ich, bitte. Es wird wie. Oh, ich hab fast das Auto gebaut, richtig knapp. Boah. Jetzt bin ich nur Level up, Alter. Nein. Kann man eigentlich Geld verschenken an jemanden? Nee, ne? Eigentlich ja, nicht. Irgendwie geht das. Ja, das Problem, ich weiß nicht wie, sonst würde ich dir meine 58.000 geben. Ich überlege gerade, ich glaube, oder geht das hier rüber? Ich probiere mal was. Bam. Bam. Okay, fine. I guess not your car either. Wo ist mein Car? Schalte die Bestie aus, hab keinen Bock, die Bestie auszuschalten. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? I'll get there as soon as I can. Wo könnte man Geld verschenken? Ich gucke einfach mal auf YouTube nach. Überfall machen wir heute. Ich freue mich schon mega drauf, wenn wir es schaffen. Ja. Weil wir kriegen ja irgendwie so eine 500.000, da haben wir richtig viel. Und mehr, wir kriegen über 1,7 Millionen. Ja. Und das halbieren, das heißt jeder kriegt, warte, 100.000. Wie viel? 800.000, 800 oder jeder, ja jeder kriegt 800.000. Weil er muss dir vorstellen, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld kriegen, ne? Ich sag nur Casino war voll. Schalte mal kurz die Bestie aus, Leute. Irgendwie geht die mir gerade übelst auf den Pilz. Hi there, this is Bryony from Alan's Rum Production. Ja, was soll ich da machen? Die Bestie hat einfach den Kuroma, Alter. Leck mich doch. Und da kann man nichts machen. Merkt euch das, Leute, wenn die Bestie den Kuroma hat, dann kann die einfach nur gewinnen. Dann sollt ihr euch verpissen von dem Typ am besten. Nee. Das Problem ist ja, das Auto kann man halt so gut wie gar nicht zerstören, weil es so OP ist. Moin.
der Typ ist irgendwie aufs Inventar gegangen und da ganz oben stand dann Bargeld. Und dort soll man das überweisen können. Das Inventar. Per diesen das Interaktionsmenü da. Ja. Town dann Bargeld. Aber ich kann das nicht anklicken. Ich Bargeld. Kannst du da draufklicken? Ah. Also, wo hast du drauf gedrückt? Interaktionsmenü, Inventar und Bargeld, aber ich kann da nicht drauf drücken. Okay. Wie viel Geld hast du gerade? Nur 12.000. Auf oft. Alter. Was denn? Wir müssen einfach mal ein Deluxe so. Wobbel nix. Ha. Voll der Kek. Weil die Rakete kam, ja, in dem Moment habe ich mich schon in den Passivmodus gestellt. Haha. Wo bleibst denn du? Das war ich. Warte. Tokyo Drift. Ja moin. Ist die Bayern mal komplett lost? Besser aufs Auto. Die Frage ist, wie verdient man so schnell 50.000? Keine Ahnung. Oh, ich bin perfekt hier einfach mal. Also KTA denkt, ich bin dumm. Warum? Ja, die denken, hier gibt's doch, wo man doch, wenn die Autos noch beschlagnahmt werden, sind die doch da mal, wo immer diese Bullen sind. Ja. Okay, der Typ ist tot.
Ich hab grad einen Typen hops genommen. Force Mutual, how can I be of service? I think we can handle that. You dimwit! Drop the weapon! Get down! Look! Over there! Hast du eine private Lobby? Nee. Ja. Du? Nee, achso, ja, warte, dann zurück. Ich such schon die ganze Zeit, Alter. Warte, ich bin gleich wieder da.
play some hoops later? Sure. Ich habe mir gerade drei Puddings reingepfiffen. Jo. Ja, mein Auto. Warum ist das schon wieder kaputt? Ich bin nicht in deiner Lobby. Also, ich muss euch mal was bei dem Auto zeigen. Ich weiß, wie man abhauen kann vor den Cops am besten. Einfach mal in die Suche. Ja. Ja. Was soll ich? Ich mach schnell Money Glitch, aber. Es kann sogar sein, wenn du Money Glitch machst, dass du auf gar kein GTA mehr spielen darfst. Wollen wir dann noch mal kurz ein bisschen dann noch mal Need for Speed spielen? Was ist Need for Speed? Ich meine Fast of the Furious. Nee. Okay. Erstmal müssen wir irgendwie schnell Geld machen. Ich kann ja mal gucken, wie man auf YouTube, wie man schnell Geld macht. War wirklich schnell. So pro Sekunde 100 Milliarden. Ernsthaft? Schnell Geld machen für Anfänger, legal. Erstmal Müller-Milch-Werbung. Verkauft einfach Autos und so.
Deine eigenen oder was? Nee, der verkauft allgemein irgendwelche Autos. Auf der Straße, der klaut welche und verkauft die. Du musst auch gucken, welche teuer sind. Nee, das sieht so fresh aus. Nee. Ah, der hier könnte vielleicht gut was wert sein. Ich glaube, ich bin jetzt in der Sitzung alleine. Okay, ich komm rein, wenn ich erstmal Geld gemacht habe, okay? Mann, immer noch nicht! Aha, ist so nice. Ja. Weil ich will jetzt erstmal Geld machen, weil wir brauchen ja die 50.000 und das kann ich. Ja. Erstmal im Passivmodus, dass ich auch in Ruhe gelassen werde von diesen dreckigen, ekelhaften, heftigen, behinderten Spielern. Da wäre ich fast in ein Auto reingekracht. Das darf mir natürlich nicht passieren, sonst muss ich Geld bezahlen. Es gibt ein Auto, was du für 8.000 verkaufen kannst, ne? Ja. Was du überall finden kannst. Wieder. Ich hab hier zwei aus der Green Gang drinne. Ja moin. Einer ist Level 60? Oh. Der ist ja so hoch wie ich. Voll der Kick. 3500 Turbo. Ich hab das Geld und das Style, ich trag GTA Geld. Ich geh erstmal kurz gleich meine Falschgelddrucker hier und mach mal kurz, hol mir noch mal kurz ein bisschen Cash ab. Ich mach erstmal kurz wieder ein bisschen Cash. Was ist mit Vito? Was ist mit Vito? Ich trag das Geld. Ah, ne. Oh, ne, ich noch. Ey, es werden immer weniger. Also wegen dem Copyright darf ich es ja nicht anmachen. Naja, ich wollte eigentlich auch schon Spotify anmachen, aber. Aber alleine wegen dem Copyright darf man das nicht. Wenn ich Zuschauer habe, wollte ich eigentlich immer Spotify anmachen, so damit die ein bisschen Musik haben, aber. Herr Stani macht das doch auch. Ja, ich weiß, aber wegen Copyright. Annie, Spotify darfst du, aber die Musik zum Beispiel von. Wie soll ich sagen, von Videospielen, das darfst du nicht. Wenn, ja. Ja, weil die Musik von den Spielen hat halt so Copyright. Okay. Boah, mich regt das jetzt nicht auf. Jetzt, Digga, was mache ich jetzt? Wir kaufen jetzt gerade keine Autos. Was sagt das Kästchen? Which one of my skills is required?
Oh, hey, you're in trouble. Okay, I'll deal with it. So, vor kurzem Helikopterplatz. GTA ist aber so dumm, ne? Echt, guck mal, du bezahlst zwar grundviel Geld, wenn du Autos annimmst, da verdienst du wahrscheinlich sehr viel Geld, aber guck mal, du gewinnst mehr Geld, indem du dann die Autos auftürst und so. Warum macht das in GTA nicht so, Alter? Voll der Spaß, der konnte gar nichts. War übelst der Kick, Digga. Der denkt, der kann mich mit einer Haftbombe töten. Voll der Bummi gewesen. Ich bringe mal kurz ein Drogenfahrzeug weg. Das war mir auch immer. Ich bin halt einfach krass. Ja, mach erstmal kurz einen 360-Wagen. Leck mich, Polizeiwagen. Der Typ denkt sich gerade auch so, was ist das für ein Auto? Er schießt ganze mit Raketen auf mein Auto und das explodiert nicht. Die Drogen und die Drogenfahrzeuge sind unzerstörbar. Du kannst, damit kannst du ruhig den Zug anrammen, ne? Da passiert nichts mit dem Auto. Mit dem Drogenfahrzeugwagen. Damit kannst du alles machen, was du willst. Ich komm raus mit 10.000. Fresh. Fresher than you. Lade doch schneller GTA, GTA! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Spotify-Musik angemacht. Pew, pew, pew. Alter. Oh, leck mich doch, Polizei. Leck meine Kronjuwelen. Jetzt muss ich wieder Lester anrufen. Ist das
schon in der leeren Lobby? Nein. Hey, what's going on? Oh, hey, you're in trouble. Hmm, okay, I'll deal with it. Hast du das eigentlich gewusst mit dem Flughafen, wo wir da den einen Tag in die Tür reingegangen sind? Wusstest du das? Was ist da? Na, wo die eine Tür offen war, wo doch diese komische Frau doch im Boden stande. Ach so, nee, das wusste ich nicht mit der Tür. Ich muss das richtig viel Geld sparen. Weißt du, was ich mit den 700.000-800.000 mache? Was? Ich kaufe mir erstmal einen Tresor. Okay. Obwohl, nee, ich spare mir die erstmal. Aber nee, komm, ich hol mir einen Tresor für 335.000. Obwohl, nee, weißt du, was ich hole damit? Was? Eine Spielerhalle. Weil dann habe ich nämlich endlich auch eine. Ja, mach das bitte, weil du hast ein Büro. Ja. Du brauchst aber 1,8 Millionen für eine hier in Los Santos, ne? Ne, ich nehme die dann auch. Die gleiche. Ja. Für 800.000. Das Gute ist aber, ich habe direkt an meinem Büro auch einen Flugplatz, ne? Das heißt, ich kann von meinem Haus oben starten. Nein, der Helikopter ist weg. Oh, scheiß drauf. Jetzt muss ich mal kurz mein Auto verstehen. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Da komm ich mit denen jetzt hin. I'll get there as soon as I can. Mir möchte ein Pumpetcher. Pumpetcher.
von Sollen? Nee, nicht von dem anderen. Ich hatte gerade einen an seine Orgi eingeladen. Und sein CEO. Ja, nur weil ich Kopfgeld habe, jagt mich gerade jemand. Ich bin so ein richtig OP-Flugzeug. Voll der Lappen, Alter. Ich gehe in mein Büro. Sogar der trifft fast. Sogar dieser Hurensohn, Digga! Mann! Ich hätte gerade locker 20.000 bekommen, aber nein, Alter. Nur wegen Kopfgeld, Alter. Warum ist man so ein Hurensohn? Verpiss dich, du kleine Nutter, Alter. Ich fick dich. Hä? Digga. Mann, ey. Das Auto finde ich doch nie wieder. What can the best mechanic in LS do for you?
for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll bring it by. What brings you in today? Hey, Yannick. Ja. Ich bin in einem Laden, ne, und hier steht keiner. Überfallen? Nein, wenn man überfallen wurde, kann man nicht in den Laden rein. Doch, manchmal schon. Aber die Kasse ist nicht offen. Trotzdem kann es noch sein. Mal gucken, ob ich mich an der... Ist einfach nur verbuggt. Alles klar, ja, Mann. Cool, sie gehen an der Stelle erstmal raus. In Rockstar Games. Es ist einfach, steht einfach keiner drin. Na moin. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it to you. What miracle did you want me to perform? Oh. Ich habe gerade 300.000 368.000 habe ich gerade. Oh. Jetzt fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich kann mir einen Tresor kaufen. Ja, ich hab einen Tresor. Stehen bleiben. Warte, es hat gerade geklingelt. Ich hab sie gehört. Here for the magic touch.
dropped you 0 to 60 by 0.8 seconds. Richtiges Jason-Auto ist das, Alter. Was ist hier passiert? Was denn? Ich gehe zu meiner falschen Drogerie, ja? Ja. What the fuck? Es wurde einfach, meine falsche Drogerie wurde einfach abgesperrt. Wir waren voll. Hier. Schick dir. Wurde einfach abgesperrt? Ja, warte, ich schick dir ein Bild. Ich kann natürlich noch hingehen. Was ist passiert? Ich guck's mir an. Ah, ihr wurdet wahrscheinlich erwischt. Ich will lieber jetzt nicht reingehen. Er braucht unsere Hilfe. Der Typ darf nicht ins Gefängnis gebracht werden. Mal gucken, ob die stehen bleiben, wenn hier vorne ein Typ steht. Das haben die jetzt nicht gemacht. Passivmodus deaktivieren, jetzt rechts mit dem Wechseln. Jetzt werden die oft genommen. Jetzt ramme ich in den so heftig ran in den Bullen, dass sie sich für mich überschlagen. Runter von der fucking Scheißstraße. Centorno drin sein und ich hätte einen goldenen Centorno. Ich habe mir so ein Auto geklaut auf der Straße und es ist direkt das, was ich für Simon brauche, Alter. Jetzt will ich aber die 20.000 in mein Gesicht haben.
Und dann kannst du den Überfall machen, ne? Nein. Noch nicht, wie viel fehlt dir dann noch? Wenn ich jetzt 20.000 bekomme, noch würde dann noch 11.000. Die verdiene ich schnell, dann... Wenn das mir jetzt 20.000 bringt... You're through to your garage, you, weil die Autos bringen ja, keine Ahnung... Wenn ich die größtmöglich ohne Schaden bringe, dann bringen die halt mehr. Ich habe jetzt ja einen Unfall gebaut, der noch nicht allzu schlimm ist. Ey! PS4, übertreib's nicht. Okay. Und man muss dazu sagen, der Fahrturm ist in Gold. Ich hätte sich gerade wieder fast aufgegangen. Das ist immer, wenn du streamst, eigentlich. Du hast wahrscheinlich die Qualität.